Moin moin Leute, mein Name ist Dizzy, das hier ist Minecraft und ich mache mit euch heute ein Nether-Portal. Und zwar braucht ihr dafür Obsidian-Blocks, die baut ihr in einer Reihe und dann habt ihr ein Portal. Das sieht dann ungefähr so aus. Danke fürs Tutorial, haut da rein. Na, war nur Spaß. Ich habe mir den Kopf zerbrochen über eine automatische Möglichkeit, wie man das Ding starten kann und ausmachen kann. Und ich habe da eine Möglichkeit gefunden, vielleicht gibt es bessere, aber sie funktioniert. Ich zeig's euch einfach mal. Da ist das Portal. Könnte ich jetzt reingehen. Und so mache ich es wieder aus. Oh, jetzt ist es ganz schön schnell gekommen. Also der Nachteil ist halt, es dauert manchmal ein bisschen länger. Aber momentan geht es ziemlich schnell. Jetzt dauert es ziemlich lange. Da. Ja, ja. Ich wurde gerade bei Skype angeschrieben. Das ist das Innere. Hier oben Wasser mit Pisten. Da unten Netherrack. Aber das zeige ich euch in meiner Testwelt, wo ich auch viel Testing damit machen musste. Bis gleich. So, und da bin ich wieder in meiner Testwelt und hier habe ich halt einige Sachen ausprobiert. Habe halt hier erstmal geguckt, wie ich oder ob man Feuer halt so verteilen kann und wie man hier gut sieht, das Feuer vom Netherrack, oh shit, versucht halt das Holz zu erreichen und dadurch brennt halt das Teil dazwischen, weil das, weil Minecraft oder die Programmierung sagt, sobald Holz in der Nähe ist, also was Entflammbares, soll das Feuer dort hingehen. Und das habe ich mir halt dann hier zunutze gemacht. Hier habe ich halt versucht, ob das durch Blöcke funktioniert. Dann habe ich hier nochmal getestet, ob man mit Lava das anstellen kann, aber das war eine blöde Idee. Das Einzige, was passiert ist. Nichts. Dann habe ich hier noch versucht, ob man Feuer verschieben kann. Geht auch nicht. Naja, und dann war das hier halt meine Lösung. Okay, es brennt doch noch was. So, dann zeige ich euch das mal. Entschuldigung, musste gerade mega husten. Ah. Okay. Wo war ich? Achso, zeigen. Ich baue es und dann seht ihr es auf jeden Fall. Ich nehme erstmal hier. So viel brauche ich gar nicht. Obsidian. Ja. Fange ich mit dem Portal an. 4. Wie das Portal geht, wisst ihr ja alle. Denke ich zumindest. So. Ja. Ja, ja. Hatte gerade schon ein bisschen gedacht, hey, was ist jetzt los? Ach nee. So, jetzt hier einen runtergraben. Da Pisten hin tun. Sticky Pistons. Zack und zack. Dann kann man die Rückseite schon mal abdecken. Warte mal, das ist. Ne, ist doch richtig. So, hier oben mache ich das mal ab. Baue dann hier so einen Behälter für das Wasser nachher hin. So, hier kommt der andere Pisten hin. Der muss zwei davon wegstehen, damit er, wenn er ausgefahren ist, oder damit der Block, wenn er ausgefahren ist, das hier schließt. So, dann haben wir schon mal das. Jetzt muss hier noch eine Verkabelung drunter. Also man kann das natürlich hier auch vorher erstmal ein bisschen verstecken. So. So. Und da jetzt schon mal Holz drauf tun. Dann ist das auch schon mal erledigt.
So. Jetzt grabe ich mich einfach mal hier drunter. Einfach direkt unter die Pistons. So. Andere Seite auch. Ihr müsst natürlich zwei freilassen. Also ihr müsst direkt in den Pisten rein. Repeater. Redstone. So, jetzt abführen lassen direkt hier rum. Ich verbinde das zu dieser Seite. Ja, ich mache hier dann den Schalter. Nee. Oh. Ah ja, falsch rum. Ja, egal. Kommt doch dasselbe hinaus. So, verbunden. Dann hier hoch damit. Das ist ja nachher alles abgedeckt hier. Muss man sich keine Gedanken drum machen. Jetzt soll der Hebel, wenn man mal guckt, hier drüber sein. Also hier. Ach, Instant Mine nervt. Aber ist natürlich auch sehr nützlich. Also hole ich den mal hier hin raus, damit er nicht nachher am Weg steht. Aha. So. Passt. Und jetzt hier hochlegen. Da schon mal einen Schalter dran machen. Nee. Ein Schalter. Gut. Hier verliert er Power. Also muss hier ein Repeater rein. Und jetzt sind beide oben. Läuft. Jetzt kommen wir zu dem Wasser. Muss halt auch verkabelt werden. Und der Knopf soll dann hier hin. Da hau ich jetzt nicht gegen. Also hier auch was runterlaufen lassen. So. Und runter, runter, runter. Jetzt hier andersrum. Ich bin ein bisschen verpeilt momentan. Bei uns ist momentan Stoppelmarkt. Wenn euch das kein Begriff ist, könnt ihr das gerne googeln. Es ist das größte Fest hier bei uns in der Gegend. Und habe ich gestern schön Fettparty gemacht und bin auch ein bisschen angeschlagen davon. Ja, egal, war gut. So, jetzt Knöpfchen. Knöpfchen. Piston bewegt sich. Guck, ich habe ja gesagt, ich bin angeschlagen, habe schon wieder den Dings vergessen. Den Switch. So. Funktioniert. Kann da Wasser rein. So. Es ist gut, das auf dieser Höhe zu machen, damit das Wasser nicht die Knöpfe zerstört, wenn ihr es halt hier unten dran macht. Und diese Blöcke. Warte. Unglaublich, ey. So. Die Blöcke hier sind auch recht wichtig, damit das Wasser nicht an der Seite rausläuft und irgendwas flutet, was ihr hier daneben gebaut habt. Jetzt kommen hier Pressure Plates davor. Das hat nur den Hintergrund, dass das Wasser aufgehalten wird und nicht überall hinläuft. Jetzt kann man das hier alles zumachen. Alles verstecken. Dann ist dann hier nach einer Wand oder so. Könnt ihr ja dann zumachen, wie ihr wollt. Jetzt muss noch das Portal dahin gekriegt werden. Und zwar habe ich mir da überlegt, man macht hier, also da ist ja das Portal und die unterste Schiene unter diesem untersten Block macht ihr hier Netherrack hin. Zwei, oh, damit die Chancen noch größer sind, dass das Feuer auch überspringt. Dann einmal anzünden. So. Hier oben natürlich wieder Taumorgen. So. Und so geht es eigentlich.
Wenn ich jetzt warte, müsste das Feuer eigentlich überspringen. Er braucht entweder sehr lange oder er braucht sehr lange. Ich kann euch das hier nochmal zeigen, dass das genau die gleiche Höhe ist und so. Wie ihr seht, ist das exakt das gleiche und hier funktioniert es. Manchmal geht es halt nicht so gut, aber ist die beste Lösung, die ich finden konnte. Vielleicht langsam Regen. Was für ein Vorführeffekt gerade. Das ist jetzt echt blöd. Ah, da hinten ist es endlich mal entstanden. Yay. Okay. Entstanden. Und das funktioniert. Ich versuch's jetzt mal nochmal. Vielleicht geht's jetzt schneller. Ja. Gut. Und schon habt ihr ein vollautomatisches Nether Portal. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Abonnieren, kommentieren und sowas. Nächstes Mal mache ich vielleicht das hier. Obwohl das auch ziemlich einfach ist. Deswegen wahrscheinlich nicht. Eher diesen Kasten da vorne. Aber das ist noch geheim. Sag ich noch nicht, was das ist. Seid gespannt, abonniert mich, dann wisst ihr auf jeden Fall, wann das kommt. Alles klar, haut da rein und Peace.